Ja, wir sind hier, um das Bordell nach Hinweisen zu durchsuchen. Das heißt, wir gehen erstmal in die Hocke und spähen durch den Teppich. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein hängender Teppich. Vorhang. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Was? Woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, sie meint mich. Aber zum Glück hat sie uns noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die Damen reagieren, wenn wir hier rumschleichen. Ich nehme an, sie werden schreiend durch die Gegend rennen oder sowas. Und ich vermute, wir haben auch Wachen. Da sieht irgendwie aus, als würde da eine Wache pennen oder so. Spähen wir mal hier. Okay, da schläft einer. Können und darf ich schnell mal was klauen? Ich sollte auf jeden Fall das Licht ausmachen. Kann ich das Licht ausmachen? Warum nicht? Sonst kann ich das immer. Auch für die Lampe sollte es doch einen Ausschalter geben. Naja. Ich soll in die Richtung. Ich würde aber gerne noch ein bisschen umgucken. Ja, das habe ich doch richtig. Sah so nach Stiefel von der Wache aus. Hauptsache, er schläft. Die Gläser sind nur zum Werfen gut. Masken. Okay, also hinter der Ecke nichts. Was ist das denn? Kann ich den... Könnte irgendwie für die Tür sein? Oder... Keine Ahnung. Für die Lampe? Klingelt denn da? Okay, der bewegt sich ein bisschen, den lasse ich mal. Die Ware wird nicht angefasst. Und wenn deine Schicht vorbei ist, was machst du dann? Ich gehe heim. Hol mir einen runter. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen fies, wenn man durch diese Vorhänge nicht so durchspähen kann, wie jetzt zum Beispiel durch ein Schlüsselloch. Die gehen jetzt die Treppe runter. Wobei es natürlich sein kann, wenn ich das wie mache wie eben, dass die das nicht sehen. Ich renne an meinem Ziel vorbei, aber ich denke, wenn ich das nicht mache, entgeht mir einiges. Danach helfe ich dir. Ziemlich viel Opium. Wenn ich die Pumpe überlaste, gibt's für alle süße Träume. Hinter dem Tank ist ein Mechanismus. Ich muss die Klappen bedienen. Okay. Das ist vielleicht dann, wenn sie natürlich alle friedlich vor sich hin schlummern im Opiumrausch. Dann könnten wir natürlich in Ruhe hier uns umsehen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Was haben wir hier? Schlossknacken, das machen wir erstmal nicht. Da haben wir nochmal einen Schrank. Er hatte doch gesagt, hinter der... Muss ich dazu da runter oder ist das hinter der Tür? Ich guck mir mal die Tür an. Nein. Erstmal reingucken. Das war eh lange drücken. Ich sehe einen Schalter, sonst nichts. Was mich gerade so ein bisschen nervt. Ups, falsch. Ich musste mir ein neues Netzteil und einen neuen Lüfter kaufen. Und jetzt, wenn ich spiele, merke ich, dass der Lüfter, ich glaube, der vom Netzteil, extrem laut aufdreht. Das ist unschön. Ich habe nämlich extra geguckt bei der Beschreibung der Netzteile, dass es eigentlich
ein ähnliches ist, wie ich vorher hatte, dass möglichst leise läuft, aber anscheinend tut es das nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd für Videos aufnehmen. Sonst ist es nicht so schlimm, aber für Videos aufnehmen ist sowas echt schlecht. Da muss man immer die leisesten Sachen finden. Und auch wenn man Geräte mit guter Bewertung bekommt, nimmt, kann es sein, dass er doch laut ist. Nicht für normalen Gebrauch, aber eben halt für die Aufnahme. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Naja, ich hoffe, ich kann es auch gut rausfiltern für euch. Was passiert denn jetzt, wenn ich diesen Knopf drücke? Außer, dass das Licht ausgeht. Es geht einfach das Licht aus. Gut. Wie war denn fallen lassen? Ja, ich springe einfach runter. Ach, X, glaube ich, was. Ist das ein Knopf? Nee. Gibt's hier noch was? Noch sowas. Jedes Mal. Es kann noch das schlechteste Wetter sein. Sobald ich Thief starte und aufnehme, kommt die Sonne raus. So, dass ich möglichst nichts sehe auf meinem Bildschirm. Das ist gemein. Ich bin natürlich auch zu faul, aufzustehen und den Rollladen runterzumachen. Ach, da haben wir was. Ein bisschen Heilung. Drahtschneider mit... Oh, shit. Das heißt, die Option bleibt uns nicht... ist für uns nicht möglich. Schade. Hätte ich einen Händler finden müssen, der mir das verkauft. Drahtschneider. Dann müssen wir es so probieren. Erschwert uns die Sache. Kann ich das eigentlich mal als Wurfobjekt mitnehmen? Ja. Und, hä? Ach, das war die Tür. Dann gehe ich mal gerade in den Schrank rein. So zum Speichern und so. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Ja, dann... Die Dame ist weg. Nutze ich doch die Gelegenheit. Inventar voll, was? Ach so, bei dem Heilungsding sagt mir das. Das macht nichts, dann brauchen wir nicht mehr Heilung. Ist nicht schlimm. Ich kann aber auch hier was tun. Ah. Ich glaube, da war ein Vogel im Käfig. Da gab es nämlich gerade so ein weißes Zeichen. Den Vogel habe ich nicht gesehen. Der wurde jetzt aufgeschreckt. Scheint aber niemand gestört zu haben. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt damit... Wahrscheinlich nichts angestellt. Da ich das nicht manipulieren kann. Ohne Drahtschneider. Ja, da ist ein Vogel. Habe ich nicht gesehen. Blödes Vieh. Soll er seine Klappe halten? Bin ich denn jetzt... Oh, shit. Das sah gerade genauso aus wie der andere Aufgang. Irgendwie stehe ich jetzt... Wieso stehe ich im Licht? Also für mich ist hier gerade eigentlich sehr dunkel. Hör auf mit dem Unsinn. Geh ich mal da rein. Bisschen warten. Also zurück an die Arbeit. Bis die sich alle so beruhigt haben. Bis der Vogel nicht mehr kräht. So, jetzt bräuchte ich was Treppemäßiges. Da vorne haben wir eine Treppe. Ich mach mal hier die Kerze aus. Achievement unlocked. Happy Birthday.
Weil ich 16 Kerzen ausgemacht habe. Ich bin 16 Jahre alt. Ja. Sweet 16. Wache. Kommt sie um die Ecke? Oder nicht? Da kaum eine andere. Okay. Das heißt, sie hätten die Leichen verraten. Also hier gibt's schön Beute, aber da laufen natürlich auch gerade viel Wachen rum. Oh, scheiße. Ach, das sind ja echt zahlreich. Das wäre natürlich jetzt wesentlich einfacher, wenn die tatsächlich alle betäubt werden. Möchte mir jemand einen Drahtschneider geben? Wenn die eine Wache noch mal so um die Ecke kommt... Oh, nee, das dauert zu lang, das dauert zu lang. Shit. Hä? Ich hab jemanden gesehen. Nee, hast du nicht. Ich hab jemanden gesehen. Hilfe! Ich hab jemanden gesehen. Niemand hat gesagt, die Nacht wird einfach. Natürlich nicht gespeichert, obwohl ich oft genug in irgendwelche Schränke gelaufen bin, sollte ich eigentlich einen Speicherpunkt haben. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. So, ich habe den Ladebildschirm genutzt, um den Rollladen runterzumachen. Jetzt ist... Ach ja, jetzt kommt sie. Okay, das war vorher nicht. Kann man die Anzeige da unten wieder weggehen? Irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt permanent diese Anzeige ab. Und dann ist sie weg. Gut. Dann machen wir mal das aus. Und, nein, jetzt kommt die Wache. Vase? Bleib stehen. Bei allen toten Göttern. Okay, bleib. Bleib stehen. Bleib stehen. Hä? Der einzige Ort, an dem wir uns begegnen, ist der Galgen. Was im Haus passiert, bleibt auch im Haus. Okay. Das war gerade noch so rechtzeitig. Und dann können wir nochmal in den Schrank gehen. Speichertechnisch und so. Und überhaupt. Ich meine, ich kann auch F5 drücken, aber hier weiß ich dann, dass ich halt dann auch, wenn ich lade, sicher bin. Und nicht plötzlich jemand hinter mir steht. So, jetzt müssen wir nur noch die Treppe hochkommen. Beziehungsweise hier ist... Ah, das ist der blöde Vogel. Ich würde ganz gerne hier noch reingucken. Oh, das ist verschlossen. Shit. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Obwohl da natürlich ein Schloss dran ist. Warum ist immer in den untersten nichts drin? Ach, hallo. Okay. Moment, ich sehe da noch was. Nein. Das hat der blöde Vogel. Ich habe eben neben dem Vogel gestanden und Schubladen geöffnet. Das hat ihn nicht gestört. Aber wenn ich vorbei husche, findet er es blöd. Ach, so ein Mistvieh. Was haben die auch diese ganzen Vögel hier? Ich denke mal, ich nehme da oben diese Abkürzung. Sobald die sich beruhigt haben. Ich zensiere die Damen mal für YouTube. Naja, gut.
Von deutschen Zuschauern hat man ja zum Glück nicht zu erwarten, dass die solche Videos flaggen, nur weil man Brust sieht. In Amerika ist das eher mal der Fall, dass man da ganz schnell Probleme kriegt. Das ist echt total albern, aber gut. So, da jetzt rauf und da hoch. Ich habe... Perfekt. Oh, schlimme Dinge getan. Hast du? Und das seit dem Frühstück. Beichtet mir eure Sünden, dann tun wir Schlimmeres. Wie viel Zeit haben wir? Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. So, ich habe eine neue Karte bekommen. Ich nehme erstmal den... Guter Fund. Das war sogar ein Sammlerstück. Schön. Das mitnehmen. Und dann gucken wir mal... Komme ich denn nochmal auf eine größere Ansicht der Karte? Das war... Welche Taste muss ich denn da drücken? J-I-L-M-N... Gib mir Inventar. Endlich tut dir der Bastard nicht wieder weh. Sehr merkwürdig, egal. Tab. Ach, F1 war das hier, genau. Das war sowas ganz Seltsames. Ja, okay, also in diesen Raum müssen wir rein. Da haben wir noch ein paar Treppen. Und das Sammlerstück war jetzt ein Serendi-Edelsteinkränze. Entsetzt zueinander passender wertvoller Steinringe, die von Antiquitätensammlern Kränze genannt werden. Sie wurden von dem großen Serendi selbst hergestellt und haben angeblich aristokratische Bedeutung. Nee, Akrost, ich wollte gerade sagen, aristokratisch würde keinen Sinn ergeben. Akrostische Bedeutung. Ja, okay. Jetzt bitte alle mal den Begriff googeln. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Da können wir ein bisschen rausgucken. Ich denke mal, da komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Also den einzigen Weg hier rüber. Dachboden zu Dachboden und dann wahrscheinlich aufs Bett fallen lassen. Und eine Runde schlafen. Das wäre doch was. Hat Garrett schon mal geschlafen, seit wir spielen? Er hat ein Jahr lang. Wie viel Zeit hat er verpasst? War es ein Jahr? War es zwei? Wahrscheinlich hat er da genug geschlafen. Okay. Das sind die beiden. Ich würde sagen, die lassen wir dann mal in Ruhe. Die alarmieren nur die Wachen. Was passiert, wenn ich hier E drücke? Das ist dann die Ecke, okay. Und Schrank. Ich habe noch nie so oft die Schränke benutzt, aber hier sind sie wirklich sinnvoll. Und sehr hilfreich. Wir müssen uns irgendwas mit der Wache da vorne überlegen. Und dann kommt noch eine von links. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwelche Vasen umwerfe, nein. Also dich können wir knüppeln, aber ich vermute... ich habe R gedrückt. Ich habe jetzt gerade befürchtet, dass der Typ das mitkriegt. E war doch halten. Oh, da kommt jemand. Nicht gut. Rein da. Komm. Aufs Bett mit dir. Hast du noch... Nee, hast nichts mehr dabei. Und wieder in den Schrank.